Seekrauts. Moin Moin Seekrauts Freunde und willkommen zurück hier auf dem Seekrauts Kanal, dem Infotainment Portal rund um A World of Warships. Willkommen zurück im Trockendock. Wir stellen euch heute das T8 Schlachtschiff, die Vanguard, vor, die seit kurzem im Spiel verfügbar ist für roundabout 46 Euro. Stand heute 19.11.2018. Ja, kommen wir gleich direkt zur Geschichte des Schiffs. Es ist das letzte gebaute, weltweit gebaute Schlachtschiff, welches 1946 in Dienst gestellt wurde und damit auch gleichzeitig das letzte britische Schlachtschiff, welches gebaut wurde. Es wurde im Oktober 1941 auf Kiel gelegt und entstand eher als Notlösung, da die britische Royal Navy zu dem damaligen Zeitpunkt wenig moderne Großkampfschiffe hatte und man entschloss sich halt schnell dem nachzurüsten und legte dann eben die Vanguard auf Kiel. Das Problem bei der ganzen Geschichte und bei so Notlösungen ist eben, dass man nicht automatisch immer die optimalen Sachen alle zusammen hat. So kam es dazu, dass hier auf der Vanguard Türme verbaut wurden, die schon 30 Jahre älter sind. Und zwar waren die eigentlich vorgesehen auf der Courageous und auf der Glorious, die als schwere Kreuzer ursprünglich entworfen wurden und dann aber zum Flugzeugträger umfunktioniert wurden. Und diese Türme waren einfach übrig. Und darum verwendete man diese dann auf diesem Schiff. Im Verlauf der Produktion des Schiffes stellte man dann fest, dass die Schlachtschiffe wohl ihr Zenit überschritten haben, denn mit der Versenkung der Prince of Wales und der Repulse durch Torpedobomber im japanischen Bereich da hinten, war ganz klar, was die größte Schwäche von solchen Großkampfschiffen ist, und somit wurde die Priorität der Produktion dieses Schiffes immer weiter verringert. Und es kam dann dazu, dass erst 1946, am 25.04. um genau zu sein, dieses Schiff in Dienst gestellt wurde und eigentlich sofort eine repräsentative Rolle übernahm. Es begleitet zum Beispiel das Königspaar nach Südafrika, diente dann als Schulschiff, wurde dann als Flaggschiff in die Reserveflotte übernommen und 1960 schon wieder verschrottet, also außer Dienst gestellt und abgewrackt. An kriegerischen Handlungen nahm dieses Schiff überhaupt nicht teil. Und jetzt kommen wir direkt schon zur Interpretation von Wargaming von diesem Schiff im Spiel. Es ist ja durchaus umstritten, dieser Dampfer. Gibt sehr, sehr viele Kommentare dazu im Forum. Ich persönlich bin jetzt auch nicht total begeistert und ich sage euch auch, warum. Bleibt einfach dran und wir gehen jetzt diese Werte des Schiffes und die Charakteristik durch. Wir vergleichen die Vanguard heute mit der Monarch und mit der Bismarck. Und fangen direkt oben mit der Überlebensfähigkeit an. 71.700 Trefferpunkte ist der absolute Top-Wert auf T8 Schlachtschiffen. Ja, es gibt kein Schiff, was mehr Trefferpunkte auf dieser Tierstufe hat. Und ist damit natürlich ein ganz deutliches Plus, ein ganz deutlicher Daumen nach oben. Die Panzerung wiederum ist ziemlich, ziemlich schwach. Und da gehen wir jetzt direkt gleich drauf ein. Die Panzerungsanordnung sieht nämlich wie folgt aus. Wir haben hier die Aufbaut, die nach weitesten nach oben ragen, die zeigen wir zuerst. 19 mm, den Standardwert für Schlachtschiffe, auch bis zur Tierstufe 10 hoch, sind die Panzerungen der Aufbauten nicht stärker als 19 mm. Der Rumpfüberzug, die Beplattung am Bug und am Deck und an Achtern beträgt hier eben 32 mm und das ist schon mal der erste Hinweis, dass das ein ziemlich große Problem sein kann, wenn ihr gegen schwere Kreuzer kämpft oder gegen leichte Kreuzer, die dann EFAE geskillt sind, weil diese nämlich die 32 mm ohne weiteres überwinden und ihr massiv Schaden fressen könnt von HE-Granaten, die diese Kreuzer eben spammen. Also schwere Kreuzer 203 mm Geschütze in der Regel und leichte Kreuzer 152 mm Geschütze oder höher. Wenn wir jetzt uns hier die Deckspanzerung ausblenden, dann kommen wir schon mal einen Ticken näher an das Herzstück des Schiffs und wir sehen hier außen die Panzergürtel von 356 mm, in der Mitte von 343 mm und hier hinten haben wir wieder 356, quer ab sind da 305 und im vorderen Bereich sind es auch 305, das unterscheidet sich nicht. Viel, viel interessanter wird jetzt, wenn ich jetzt die Kasematten ausschalte, weil die Kasematten nicht zur Zitadelle gehören, nämlich dann nur doch die Zitadelle zum Vorschein kommt und ihr werdet euch die Augen reiben, guckt euch diese riesen Zitadelle an und dann wisst ihr, dass das Schiff ein reines Himmelfahrtskommando ist.
Es ist ein Schlachtkreuzer, es ist kein Schlachtschiff, das müsst ihr ganz klar sagen. Es ist ein Schlachtkreuzer, der von seiner Wendigkeit lebt und ja, man sollte mit dem Dampfer niemals nach vorne fahren, irgendwie ein Tankbild hier, also ein Tankbild schon, aber eben kein Dampfer sein, der in der ersten Reihe steht. Definitiv nicht. Ihr habt eine riesen Zitadelle und ihr habt hier außen nur eine Panzerung von 356, 343 mm. Das ist riesengroß. Also riesengroß die Zitadelle und die Panzerung halt relativ schmal und ihr seid relativ leicht da zu treffen. Zitadellen fresst ihr sehr, sehr gerne. Im Vergleich zu anderen Schiffen, na, ich will euch mal die Monarch zeigen, wo die Zitadelle so aussieht, wo sie ganz deutlich unter Wasser liegt und dann darüber auch noch einen vernünftigen Schutz hat. Nämlich zum Beispiel hier mit den Kasematten, die deutlich drüber liegen, die man erstmal überhaupt durchdringen muss, bis man zur Zitadelle kommt. Während halt bei der Vanguard diese Kasematte zwar oben mit drauf ist, aber die Zitadelle trotzdem direkt von außen zu erreichen, weil dieser Teil schon zur Zitadelle gehört. Und Zitadellenschaden ist immer 100% Alpha-Schaden von der HE-Granate oder AP-Granate. Mit HE wird sicherlich schwer da durchzukommen, aber AP ist eben leicht. Und dann kassiert er ruckzuck viele, viele Trefferpunkte. Gut, nächster Punkt ist der Torpedoschutz. Der Torpedoschutz beträgt 25%, das ist 3 Prozentpunkte mehr als bei der Monarch und eben der Bismarck, mit der wir das Schiff hier vergleichen. Kommen wir zur Artillerie. Zur Artillerie hatte ich ja schon gesagt, diese Artillerie ist 30 Jahre älter als der Entwurf des Rumpfs und somit auch ja, durchaus im Nachteil auf hohen Tierstufen. Die Hauptbatterie hat hier eine Nachladezeit von 25 Sekunden, das ist komplett identisch mit der Monarch und eine Sekunde schneller als die Bismarck. Die Turmdrehzeit 36 Sekunden ist ganz annehmlich, macht Spaß damit zu manövrieren, passt zu der Manövrierfähigkeit und der Wendigkeit des Schiffes. Kann man dann sogar noch verbessern mit dem Elite-Schützen, kommt man nachher auf 32 Sekunden roundabout. Und ja, wir haben hier einen Alpha-Schaden bei den AE-Granaten von 6300 Punkten und eine Brandwahrscheinlichkeit von 34%. Zu den AE-Granaten kann man sofort sagen, ein Viertel Pen ja, ist da auf jeden Fall drinne. Das heißt, ihr penetriert sicher 94 mm der gegnerischen Panzerung mit den Granaten. Bei 95 mm liegt die Splittergrenze bei diesen HE-Granaten. 11.700 Punkte ist der Alpha-Schaden der AP-Granate und die Munition ist im Vergleich zu unseren Vergleichsschiffen relativ langsam mit nur 804 Meter die Sekunde. Die Monarch hat den gleichen Alpha-Damage bei den HE-Granaten, 1% Brandwahrscheinlichkeit mehr, aber die Türme drehen viel langsamer, nämlich in 45 Sekunden, also ganze 9 Sekunden ist da der Unterschied. Die AP-Munition der Monarch ist stärker, nämlich 200 Punkte. Dafür schießt sie keine 20 Kilometer weit wie die Vanguard, sondern nur 18,1 Kilometer. Die Nachladezeit, hatte ich ja schon gesagt, ist komplett identisch mit der Vanguard. Die Bismarck wiederum hat ganz schlechtere HE, also 4400 Punkte ist da hier nur der Alpha-Wert. Die Turmdrehzeit ist identisch, die Brandwahrscheinlichkeit ist identisch mit der Vanguard. Der Alpha-Damage der AP-Granate der Bismarck ist 100 Punkte schlechter als bei der Vanguard. Dafür schießt die Bismarck weiter mit 21,2 Kilometern. Und die Nachladezeit beträgt da 26 Sekunden. Die Granaten, und das ist eben der Unterschied, die Monarch verschießt Granaten, die 336 Meter pro Sekunde schnell sind, während die Bismarck 320 Meter schnelle, also pro Sekunde schnelle Granaten verschießt. Das sorgt auch dafür, dass die Aufprallkraft der Munition unterschiedlich ist. Und das sorgt halt auch dafür, dass weniger stark andere Panzerung penetriert wird. Ja? Auf T-10-Schiffen habt ihr massive Probleme, vernünftig Schaden raufzukloppen. Es sei denn, die zeigen euch wirklich extrem Breitseite. Also ich hatte gestern dann auch irgendwie mal, ich glaube, 17.000 Schaden, das war aber das absolut höchste, was ich mit dem Schiff jemals erreicht habe an AP-Schaden. Ganz anders als zum Beispiel bei der Jean Bar. Gut, das ist jetzt ein T9-Schiff, hat aber ja, Richelieu-Geschütze. Von daher, ja, das ist einfach, das kann man nicht vergleichen. Das sind hier, das ist ein richtiger Schlachtkreuzer. Ihr fühlt euch auf diesem Schiff eher so, als ob da Scharnhorst fahrt ohne Torpedos. Wenn ihr wenn ihr sowas mögt, ja. Ja, ihr müsst einfach vergessen, dass da 381 mm stehen. Die fühlen sich eher an wie 281, 283 mm Geschütze. Ja, ihr habt eine sehr präzise Artillerie, Sigma 2,0 und ihr habt hier eine maximale Streuung von 257 Meter. Das ist ziemlich, ziemlich genau horizontal gesehen.
Und ja, wie gesagt, der hohe Sigma-Wert sorgt dafür, dass die Mumpel schon weitestgehend in das Ziel gehen, wie sie sollen. Klar, der LNG-Faktor spielt eine Rolle, ist aber längst nicht so ausgeprägt wie bei anderen Schiffen. Jetzt als Beispiel mal, schlimmstes Beispiel ist sicherlich die Alsace mit einem sehr, sehr niedrigen Sigma-Wert. Aber ja, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Ihr fahrt einen Schlachtkreuzer und wer sich auf der Scharnhorst wohlfühlt, wird die Vanguard wahrscheinlich durchaus mögen können. Wollen wir es so sagen. Eine Scharnhorst auf T8, ja, die dann halt auch in T10-Gefechten gematcht werden kann. Gut. Zur Feuerreichweite, die 20 Kilometer hatte ich bereits erwähnt. Das ist ganz angenehm und macht dann durchaus Sinn, weil eure Standardkampfentfernung liegt zwischen eben diesen 20 Kilometer bis, sag ich mal, 13 Kilometer. Richtig effizient wird die Vanguard halt so ab 15 bis 10 Kilometer. Da macht es richtig Spaß, weil die Mumpeln dahin fliegen, wo sie hin sollen. Was dann an Schaden übrig bleibt, ist eine ganz andere Variante. Ich habe jetzt hier wirklich schon versucht, mit HE zu schießen. Die HE-Brandwahrscheinlichkeit liegt bei 34%. Das ist jetzt wirklich nicht typisch britisch. Ihr könnt die quasi steigern mit den Flaggen und den Kapitänskills. Dann kommt er bei 38% an. Ehrlich gesagt hatte ich nicht das Gefühl, dass das wirklich viel nützt. Denn Brandlegen ist extrem RNG-lastig und zufallsabhängig. Ihr wisst immer nicht, was für Gegner ihr beschießt. Sind die Survive-geskillt oder sind sie das eben nicht? Ich glaube nicht, dass ihr auf 25 Kilometer gucken könnt, was die für Signalflaggen gesetzt haben. Und von daher wird es eben ziemlich, ziemlich schwierig, dieses Schiff richtig zu fahren. Ihr braucht die richtigen Gegner. Die richtigen Gegner für euch sind eher Kreuzer als Schlachtschiffe und vielleicht Zerstörer, wenn ihr HE-Granaten gerade geladen habt. Ja, die machen durchaus Sinn. Schlachtschiffe sind nicht euer Optimalgegner. Wenn ihr irgendwo flankieren könnt, dann schießt ihr HE auf Schlachtschiffe auf große Entfernung. Das ist bis jetzt das, was mir so aufgefallen ist, was Sinn macht mit dem Schiff. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare unter diesem Video, ob ihr da anderer Meinung seid und wie ihr das rausgefunden habt, wie euer Spielgefühl mit dem Dampfer ist. Würde mich interessieren natürlich. Bis jetzt kann ich sagen, die Gefechte, die ich mit dem Schiff hatte, war eher so, dass die AP-Munition auf 20 Kilometer eigentlich gar nichts bringt. Da schießt man eher HE und verlässt sich auf den Ein-Viertel-Pen und die verhältnismäßig geringe Brandwahrscheinlichkeit. Ja, und das martert dann eben auch an dem Spielspaß ein Stück weit. Die meine gute Manövrierfähigkeit, die hohe Anzahl an Trefferpunkten ist eine gute Sache, aber es ist eben nicht, meiner Meinung nach nicht ausreichend dafür, dass man hier richtig Spaß mit dem Dampfer hat. Gehen wir aber weiter durch zur Flugabwehr. Der Wert von 75, meiner Meinung nach täuscht der. Der Wert von 75 hier ist zu gering dargestellt, weil die Vanguard eine durchaus brauchbare Flugabwehr hat. Gerade im mittleren Bereich bei 3,5 Kilometer mit 292 Damage pro Sekunde im Durchschnitt ist das wirklich ein ganz hervorragender Wert. Ich hatte Gefechte auch in dem Livestream, wo wir gestern unter anderem die Vanguard gefahren sind, wo wir gegen T10 Flugzeugträger angetreten sind und wirklich eine Menge Flieger runtergeschossen haben. Also ich alleine hatte teilweise Gefechte, glaube zwischen 10 bis 20 Fliegern war gar kein Problem. Und ihr könnt mit dem Schiff gut Torpedos dodgen. Wenn dann doch noch ein, zwei Torpedos ins Wasser kommen, dann kommt ihr damit ganz gut durch. Also ein Torpedotreffer nehmt ihr dann manchmal vielleicht mit, aber ich hatte auch durchaus schon Situationen, wo ich diesen Torpedos eben ausweichen konnte. Einfach deswegen, weil die Manövrierfähigkeit so gut ist, wozu wir nämlich jetzt gleich im Anschluss kommen. Die restlichen Flakbereiche hier, Nahentfernung hier nochmal 96, da haben wir dann nochmal 25 und dann haben wir nochmal den weiteren Bereich mit 5,2 Kilometer. Das ist mit 68 eher zu vernachlässigen, aber hier, wie gesagt, 3,5 Kilometer, da geht es richtig ab, da gibt es richtig Ballett. In dem Bereich bleibt kein Flieger mehr übrig, ihr erreicht hier einen Wert von über 350 Punkten, wo ihr da eben Schaden macht. Das ist schon ordentlich. So, Manövrierbarkeit, eine der besten Punkte der Vanguard. Ja, Höchstgeschwindigkeit 30 Knoten, da muss sie sich nicht verstecken. Sie ist schneller als eine North Carolina, schneller als eine Massachusetts, ein Ticken langsamer als eine Bismarck, ein Ticken langsamer als eine Tirpitz, aber wieder schneller als eine Monarch. Ja, sie ist also da ein Midranger, rein von der Geschwindigkeit. Der Wendekreisradius ist identisch, 850 Meter, ist soweit bei der Bismarck komplett identisch, aber bei der Monarch eben 60 Meter kleiner, also die Monarch hat 790 Meter. Und jetzt kommen wir zu dem Wert, den ihr da unten schon bestimmt entdeckt habt, die Ruderstellzeit.
Die ist ungeskillt. Hier ist kein Modul drin, kein Kapitän drin, so wie ihr das kennt bei uns. 9,7 Sekunden ist hier die Ruderstellzeit. Das heißt, ihr habt durchaus gute Möglichkeiten, Beschuss auszuweichen. Ja, Beschuss auszuweichen, der dann möglicherweise eure Zitadelle treffen soll, eure Seite treffen soll. Oder eben hier auf dem Deck landet, um euch da zu penetrieren. Yamato-Granaten werden hier durch die Deck durchrauschen und euch die Zitadelle wegrauchen. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Von daher, ihr müsst die Wendigkeit des Schiffes ausnutzen. Und, ich sag's nochmal, spielt's wie ein Schlachtkreuzer. Ihr denkt eher, ihr seid ein Kreuzer anstatt ein Schlachtschiff. Wenn ihr das innerlich, also wenn ihr das verinnerlicht habt, dann könnt ihr mit dem Schiff sicherlich Spaß haben. Mir fällt es ein Ticken schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist trotzdem das Fazit oder die, das, was ich aus den bisherigen Spielen eben so mitnehme. 9,7 Sekunden, da stehen wir im Vergleich zu Monarch, die bei 15 Sekunden die Ruderstellzeit hat und die Bismarck hat sogar 16 Sekunden Ruderstellzeit, doch ganz gut da. Und ich würde hier auch nicht weiter die Ruderstellzeit skillen, zumindest nicht unbedingt, da man hier doch auch durch die geringe Panzerung dann eher auf Survive gehen sollte. Dazu kommen wir dann gleich im Anschluss. Der Verborgenheitswert von Werk aus 16 Kilometer zu Wasser, 13,7 Kilometer zur Luft. Erkennbarkeit nach dem Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel 14,7 Kilometer. Diese unteren beiden Werte bleiben ja quasi unverändert. Der Wert ist nur durch andere Schiffe erhöhbar, so, indem man halt die entsprechende Modul verbaut, dann kann sich das ja dementsprechend erhöhen. Aber die oberen beiden Werte könnt ihr beeinflussen, nämlich durch Tarnung, ja, und durch die entsprechende Module. Ihr kommt nachher runter bis auf 12 Kilometer Erkennbarkeit zu Wasser. Das ist aber immer noch weiter als die Monarch, denn die geht auf 10,9 Kilometer erst auf. Und die Bismarck, wie gesagt, die ist erkennbar standardmäßig auf 16,4. Die fährt man ja auch nicht total auf Tarnungsmeister. Von daher sind da Werte so um die 14 Kilometer bei einer Bismarck eher normal. Weil, wie gesagt, die Bismarck ist ein Schiff, was man durchaus auch als Sekundärschiff bezeichnen kann. Da sollte man nicht unbedingt den Tarnungsmeister einbauen. Ja, das war's mit den Werten im Vergleich. Kommen wir jetzt zu den Verbrauchsmaterialien, die in diesem Dampfer verbaut sind. Vorne haben wir ein Schadensbegrenzungsteam und diese Wirkungsdauer hat, hat dieses Modul 15 Sekunden und die Ladezeit beträgt 80 Sekunden. Und wenn ihr hier das Standard-Schadensbegrenzungsteam einsetzt, dann haben wir hier 120 Sekunden, also 2 Minuten Ablenkzeit oder knapp 1,5 Minuten. Das macht dann schon mal einen deutlichen Unterschied. Der nächste große Punkt, der auch teilweise beworben wird, ist die Reparaturmannschaft. Die Reparaturmannschaft stellt hier 430 Trefferpunkte pro Sekunde wieder her, ohne Signalflaggen. Und das bedeutet effektiv, dass ihr 12.040 Trefferpunkte in 28 Sekunden wiederherstellen könnt. Wenn ihr Signalflaggen benutzt, ja, dann kommt ihr auf 14.448 Trefferpunkte, die wir herstellen können. Und es gibt noch eine Besonderheit, diese Reparaturmannschaft kann Zitadellenschaden wiederherstellen. Und zwar 33% der potenziellen Trefferpunkte und von den normalen Penetrations nicht 0,5, sondern also nicht 50%, sondern 60% des Schadens ist wiederherstellbar durch diese Reparaturmannschaft. Standardmäßig liegt der Zitadellenschaden oder kann Schaden, der an der Zitadelle gemacht werden, nur bei 10% wiederhergestellt werden und die normalen Penetrations eben zu 50%. Hier ist es halt stark erhöht. Ihr habt halt 33% auf der Zitadelle und ihr habt 60% auf den normalen Penetrations und Brandschaden zum Beispiel kann wie auf allen anderen Schiffen zu 100% wiederhergestellt werden. Also das ist dieser graue Bereich, der dann immer übrig bleibt, den ihr wiederherstellen könnt. Gut, dann kommen wir hier, wobei eine Sache noch, die Reparaturmannschaft. Da bin ich ja noch gar nicht weiter drauf eingegangen. Standard-Reparaturmannschaft, 3 Aufladungen, 90 Sekunden Ablenkzeit, also 1,5 Minuten, während die Reparaturmannschaft 2 28 Sekunden Wirkungsdauer hat und alle Minute einsetzbar ist und 4 Aufladungen hat. Also ihr könnt alle Minute die Sache dann drücken. Dazu gibt es noch Folgendes zu sagen, mit der Signalflagge und mit dem 1000 Sasser, also Indian November, was ist das? November Foxtrot ist die Signalflagge, glaube ich. Und der Kapitän, 1000 Sasser geskillt, bringt er diese ganze Geschichte runter um 10%, dann auf 54 Sekunden. Also ihr könntet dann alle 54 Sekunden die Reparaturmannschaft benutzen. Kann sinnvoll sein, ist aber nicht die Ideallösung, weil ihr nur 6 Sekunden gewinnt. Das wird den Kohl wahrscheinlich nicht so stark fett machen, weil eure Zitadelle ja quasi bis hier außen ran ragt. Das macht das Schiff eben doch sehr, sehr stark verwundbar, auch wenn ihr da mehr Trefferpunkte wiederherstellen könnt. Jetzt kommen wir zu den einbaubaren Verbesserungen. Ja, ist eigentlich
am Anfang zumindest nicht so schwer. Hauptbewaffnungsmodifikation 1 ist ganz klar, ihr benutzt die Hauptbatterie, um euch zu verteidigen oder eben Schaden zu machen. Die darf nicht ausfallen, von daher Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Dann kommt Teil 2. Ich habe bis jetzt nicht feststellen können, dass das Schiff besonders anfällig ist für irgendwie, dass der Antrieb ausfällt oder das Steuergetriebe ausfällt. Von daher hier ganz klar, Schadensbegrenzungssystemmodifikation sorgt einfach dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr brennt oder dass ihr einen Wassereinbruch erleidet, ein bisschen weiter sinkt. Und das ist wichtig. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und da habt ihr dann vier Sachen zur Auswahl. Sekundär könnt ihr Blatt vergessen. Plug, ja, ist eine ganz nette Überlegung wert. Ja, dann hat man die Hauptbatteriemodifikation, weil die Drehgeschwindigkeit der Türme erhöht, aber die Nachladezeit verlangsamt. So rum würde ich euch überhaupt nicht empfehlen. Die Drehzeit der Türme ist eigentlich optimal, spätestens mit dem Elite-Schützen ist sie nochmal eine ganze Ecke besser. Ihr könnt mit dem Schiff manövrieren und die Türme im Ziel behalten. Das macht es sehr, sehr attraktiv. Ja, wie gesagt, Flak kann man als zweite Option im Hinterkopf behalten. Ich würde hier Zielsystemmodifikation empfehlen, einfach um die horizontale Streuung von 357 auf 257 auf 239 Meter zu reduzieren. Und das macht es dann noch mal genauer, den Dampfer. Davon werdet ihr definitiv profitieren. Ihr werdet es merken im Spiel, wenn ihr die Sache austauscht. So, dann habt ihr Slot 4. Was brauchen wir hier? Wir brauchen eigentlich nur die Schadensbegrenzung Systemmodifikation 2. Warum nicht die Antriebsmodifikation? Warum nicht die Steuergetriebemodifikation? Für mein persönliches Spielgefühl ist dieses Schlachtschiff super, super wendig mit 9,7 Sekunden. 20% bringen euch knapp 1,9 Sekunden an Ruderstellzeit, dann seid ihr ja unter 8 Sekunden, aber ja, die Masse ist ja immer noch zu bewegen und so weiter. Ich komme mit den 9,7 Sekunden super extrem klar, von daher möchte ich eher dafür sorgen, dass ich eben für Wassereinbrüche weniger lang Zeit benötige und die Brandbekämpfung eben weniger lang dauert. Das heißt, die Brände ticken kürzer, wenn ihr denn erstmal brennt. Und das ist mir viel, viel wichtiger, weil die Vanguard gerne genommenes Ziel ist. Dadurch, dass ihr eben nur 32mm Panzerungsüberzug habt, das wissen die Gegner. Ihr habt also schnell mit IFAE-schießenden leichten Kreuzern zu tun oder eben mit schweren Kreuzern, die mit den 203mm Geschützen euer Deck da wegrauchen können. Gerade die deutschen und die britischen und auch die amerikanischen Kreuzer sind ja durchaus bekannt für Flamme, ja, für die Taschendrachen. Und die 32mm sind da relativ schnell gepennt und nebenbei haben die ja dann auch immer noch die Wahrscheinlichkeit, euch in Brand zu stecken. Von daher, ihr müsst zusehen, dass ihr, wenn ihr brennt, nicht so lange brennt. So, ihr geht 16 Kilometer weit auf, das muss minimiert werden, weil das Schiff eben nicht so viel aushält, muss man mit dem Tarnungssystem und der Verborgenheit spielen. Da gibt es gar keine andere Wahl als die Tarnsystemmodifikation, um dann schon mal die Tarnung einen ersten Schritt runter zu bekommen, nämlich auf 14,4 und aus bei der Erkennbarkeit zur Luft auf eben 12,3 Kilometer. Als nächstes kommen wir zu dem äußeren Bereich. Wenn ihr dieses Schiff kauft, dann erhaltet ihr eine Tarnung. Und diese ist dann die Typ 10 Tarnung mit den Standardwerten, wie ihr sie schon gewohnt seid. Die Erkennbarkeit zu Wasser ist um 3% reduziert, die Streuung der Gegnergranaten um 4% erhöht. Die Kosten nach dem Gefecht sind um 10% reduziert und die EP pro Gefecht um 50% gesteigert. Die Tarnung sieht dann so aus. Ganz angenehm, nichts besonders Schönes, aber auch nicht unangenehm. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Welche Signalflaggen spielen hier eine interessante Rolle? Wenn wir uns hier oben einfach mal angucken, was wir denn so tun können. Wir können hier November Echo Set the 7 Skillen setzen. Macht durchaus Sinn, erhöht euren Flaggschaden. Wie gesagt, der Flaggschaden ist schon nicht schlecht, so kommt ihr auf noch mehr Schaden. Ihr habt jetzt hier 321, 28 und nochmal 105, da seid ihr bei über 405 DPS pro Sekunde. Das ist ein Riesenwert. Dann braucht ihr Brandwahrscheinlichkeit. Ihr braucht unbedingt Brandwahrscheinlichkeit und die skillen wir mit den beiden Flaggen hier. Victor Lima und dann eben India X-Ray. Das hilft euch ungemein, ein bisschen mehr Brände zu legen. Dann geht es weiter von links. November Foxtrot macht Sinn. Sogar gar nicht mal so wenig. Sierra Mike macht durchaus Sinn, weil ihr eure Festgeschwindigkeit auf 31,5 Knoten steigert.
Und der wichtigste, die wichtigste Flagge überhaupt, die kommen jetzt. India Delta und India Yankee sind eigentlich die bedeutendsten Flaggen auf dem Schiff. Ihr baut dann mehr Trefferpunkte wieder auf und ihr brennt wiederum nochmal 20% kürzer. Was dafür sorgt, dass ihr einfach nachher nur noch in Verbindung mit dem Kapitänskill, den ich euch empfehle, eine Branddauer von um die 30 Sekunden auf dem Schiff habt. Und das ist eigentlich der größte Vorteil. Ihr behaltet lange die Trefferpunkte und ihr könnt von den Bränden ja sowieso wieder viele Trefferpunkte herstellen. Ja, wer dann noch eine Flagge übrig hat oder vielleicht anders skillen möchte, hier macht die Erholungszeit nach Wassereinbruch durchaus noch Sinn, auch wenn ihr die Reparaturmannschaft relativ schnell wieder einsetzen könnt. Das ist eigentlich ganz sinnvoll noch. Die bauen wir hier noch mit drauf. So, das sind eigentlich die wichtigsten oder die sinnvollsten Flaggen. Ich würde sie priorisieren. India Delta und India Yankee sind am allersinnvollsten, nützen am meisten. Dann in der nächsten Kategorie kommt dann eigentlich schon Sierra Mike und der ganze Rest eigentlich. November Foxtrot, Victor Lima, India X-Ray und eben November Echo Setter 7. Das sind die zweitwichtigen Flaggen. Aber die vorderen hier sollten unbedingt dabei sein. Die drei. Je nachdem, wie gesagt, wie wahrscheinlich für euch ein Wassereinbruch ist, könnt ihr den dann auch eher rauslassen. Ja. So, das waren die Flaggen, die Signale besser gesagt. Und dann kommen wir jetzt noch zum Kapitänskill. Wir weisen den Kapitän zu. Wenn sich mein Dings hier entschieden hat, mein Account. So, und das wäre dann der Kapitänskill, den ich jetzt hier erstmal drauf habe. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das der beste ist. Das ist experimentiert von gestern. Ja. Ich habe hier drauf vorrangiges Ziel und das würde ich auch weiterempfehlen, weil ich persönlich wissen möchte, wie viel mal ich aufgeschaltet bin. Ja, das nützt mir mehr. Ja, präventive Maßnahmen sind hier nicht so wichtig. Ich hatte bis jetzt nie Turmausfälle. Ja, das ist anscheinend relativ angenehm bei dem Schiff. Was man sicherlich noch überlegen kann, ist hier Beschussalarm, weil ihr eben die Manövrierfähigkeit des Schiffes ausnutzen müsst, um Beschuss auszuweichen, aktiv Beschuss auszuweichen. Man hat eine Menge zu tun mit dem Dampfer. Das ist eben kein Schiff, was man geradeaus oder leicht angeschrägt fährt und dann passt das schon. Sondern ihr müsst sehr, sehr viel manövrieren. Links, rechts, Ruder, vorwärts, rückwärts, keine Ahnung. Ja, also Kreise fahren, alles möglich. Die Türme können ja im Ziel bleiben. Das ist das Angenehme. Ja, Beschussalarm ist sicherlich hilfreich. Wenn ihr noch eine schnellere Turmdrehzeit haben wollt, zum Beispiel wenn ihr Ziele von links nach rechts verlagert, solche Sachen, dann hilft euch Eliteschütze ungemein. Das, wie gesagt, sorgt für eine Turmdrehzeit von ursprünglich 36 Sekunden, kriegt ihr dann auf die 32 Sekunden runter, um die 32 Sekunden. Ein Standard-Schlachtschiff-Skill ist sowieso Adrenalinrausch. Ihr fresst gerne Schaden, also Adrenalinrausch ist ein Must-Have, der muss darauf. Solltet ihr euch für das Verbrauchsmaterial entscheiden, ist 1000 Sasser sicherlich noch ganz interessant, würde ich persönlich aber nicht wieder skillen. Seid ganz ehrlich, der Kapitän hier ist zwar auf 1000 Sasser geskillt, aber skillt ihn nicht auf 1000 Sasser für die Vanguard. Die 6 Sekunden machen den Kohl meiner Meinung nach nicht fett. Ganz wichtiger Skill wiederum für die Vanguard im Dreierbereich ist hier die Grundlagen der Überlebensfähigkeit mit den 15%, wo ihr nochmal Zeit reduziert für Brandbekämpfung und für Wasser auspumpen. Das ist ein Must-Have. Nächste Variante, dann wiederum der Sprengmeister oder ihr habt hier eben die Möglichkeit, den Inspekteur mit reinzusetzen. Das sind so die Punkte, die ich beide hier noch überlegen würde. Was ich nicht überlegen würde, ist Experte der Überlebensfähigkeit. Ihr habt ein T8-Schiff, es bringt euch nicht so viel Trefferpunkte und ja, wie gesagt, ihr fresst super schnell und super viel Schaden. Die 2500 Trefferpunkte, die ihr da gewinnt, sind super schnell wieder raus und meiner Meinung nach solltet ihr lieber da auf diese Maßnahmen verzichten, hier Experte der Überlebensfähigkeit zu skillen. Ihr solltet eher dafür sorgen, dass die Maßnahmen rund um das Schiff, eure Trefferpunkte zu erhalten, erhöht werden und nicht hier diese drei Punkte mit reinsetzen. Im unteren Bereich spielt ganz klar der Tarnungsmeister hier ganz vorne mit, weil ihr eben ja, aus der Tarnung heraus operiert, aufgrund der schlechten Panzerung und dessen, dass ihr halt sehr, sehr schnell Schaden fresst, müsst ihr zusehen, dass er möglichst weit zugeht. Eine Sache muss man da im Hintergrund schon im Kopf behalten. Demnächst wird der Tarnungsmeister wahrscheinlich genervt für Schlachtschiffe, Kreuzer und Flugzeugträger, sodass alle Schiffe nur noch 10% weniger getarnt sind. Das heißt, die Reichweite, die Entdeckbarkeitsreichweite wird sich bei vielen Schiffen verändern. Ja, bis auf die Zerstörer, die nämlich sowieso schon von Hause aus immer 10% bekommen.
So, dann habt ihr im unteren Bereich, um euer Überleben weiter zu sichern, eben noch den Brandschutz, der hier durchaus sinnvoll sein sollte. Oder der hier durchaus sinnvoll ist, um es so auszudrücken. Was durchaus eine Überlegung wert ist, ist eben die verbesserte Schießausbildung, um die Reichweite der Flakgeschütze zu erhöhen. Ihr seht, was das hier ausmacht, dann kommt ihr auf einen Wert nachher von 90. Das heißt, eure Geschütze schießen weiter und ihr macht schon viel früher den Maximalschaden. Wenn ihr zum Beispiel oben die Zielgenauigkeit drinnen lassen wollt und hier eben aber eine verbesserte Flak haben wollt, könnt ihr überlegen, vielleicht den Brandschutz rauszunehmen oder vielleicht den Tarnungsmeister rauszunehmen. Das ist euch überlassen. Ja, es muss ja keiner so skillen. Oder ihr nehmt hier sogar den Sprengmeister und den Tausendsasser raus und packt hier noch Flak rein. Ist auch eine durchaus Überlegung, eine durchaus sinnvolle Überlegung. Ja, weil die Flak ist gut, die kann man ruhig noch einen Ticken weiter pushen. Ein bisschen mehr Reichweite kriegt man dann dadurch auf jeden Fall mal generiert. Da kommt ein bisschen mehr als 4 Kilometer mit der Geschichte. Ja, sonst, wenn ihr eben nicht mit Anzünden so, wenn ihr das nicht weiter pushen wollt, dann solltet ihr euch, wie gesagt, überlegen, eure Überlebensfähigkeit weiter zu steigern. Da wäre Inspekteur dann sicherlich sinnvoll, weil ihr eine Aufladung bei dem Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft eben dazu gewinnt. So, und das war es eigentlich schon mit der Schiffsvorstellung und den möglichen sinnvollen Skills bei der Vanguard. Wobei, wenn ihr einen 10er Kapitän habt, darauf möchte ich noch eingehen. Ja, komm her, Kapitän. Ja, der Account ist gerade ein bisschen hier am ruckeln sozusagen. Also, wenn ihr nur 10 Punkte zur Verfügung habt, dann würde ich euch erstmal empfehlen, wie es folgt zu skillen. Ich würde hier entweder vorrangiges Ziel oder Beschussalarm reinskillen, je nachdem, was euch lieber ist. Dann hier ganz klar den Adrenalinrausch auf Stufe 2. Dann bin ich der Meinung, Grundlagen der Überlebensfähigkeit und dann den Tarnungsmeister. Das sind 10 Skillpunkte, die solltet ihr als erstes auf diesem Schiff verbauen. Jetzt kommen wir zu den Pros und zu den Kontras bei diesem Schiff. Was ist ein Pro? Prinzipiell die hohe und tolle Manövrierfähigkeit. Eine gute Geschwindigkeit, eine ganz klasse Ruderstellzeit, die höchste oder die beste Ruderstellzeit auf dieser Tierstufe bei Schlachtschiffen. Ja, ihr habt die meisten Trefferpunkte bei den Schlachtschiffen. Ihr habt eine ganz akzeptable Verborgenheit bei 12 Kilometern. Ihr habt eine verbesserte Reparaturmannschaft. Und eine sehr, sehr gute Genauigkeit, ja, also Warspite-ähnlich wird es gesagt, ja, wobei das nicht die Warspite-Geschütze sind, das sind verbesserte Warspite-Geschütze, ja, und, ja, die geringe Nachladezeit macht was aus und eine sehr, sehr gute Flugabwehr, auch wenn der Wert von 79, der jetzt hier steht, nicht wirklich den Wert repräsentiert, ihr habt hier wirklich im Nahbereich, die Bomber, die Flieger kommen immer durch. Ja, also es reicht nicht, dass ihr die Bomber alle schon abschießt, bevor sie überhaupt was abwerfen können. Aber wenn ihr Zuarbeiter seid, rotzt ihr eine ganze Menge runter und ein paar Bomber, also ihr nehmt mehr als die Hälfte des Geschwaders auf jeden Fall mit, auch bei T-10-Schiffen. Ja, die werfen also dann quasi nur die Hälfte der Bombenlast ab oder die Hälfte der Torpedos ab. So in der Richtung werdet euch einpendeln müssen, je nachdem wie der Flugzeugträgerkapitän dann eben drauf ist, ja, der euch da anfliegt. Was ist hier das Schlechte? Das Schlechte ist die überragend schlechte Munition, die überragend schlechte Zitadelle. Ja, ich möchte euch die nochmal zeigen. Ja, die ist wirklich überragend schlecht, um es ganz genau so zu sagen. Ja, die größte Zitadelle, die ich so kenne, ja, an die ich mich gerade erinnere. Riesenbreit. Nach oben sind es nur 64 mm, landet ihr mit der Granate schon in der Zitadelle und von der Seite her sind es hier nur 356 respektive 343 und dazu ist es noch quasi so ziemlich auf der Wasserlinie. Das heißt, das ist nicht wie bei anderen Schiffen deutlich nach innen gerückt unter der Wasserlinie. Ja. Dann habt ihr ganz schlechte Turmdrehwinkel. Das heißt, ihr müsst schon 45 Grad Breitseite zeigen. Ja, um die hinteren Türme mit einzusetzen, was es sehr, sehr schlecht für euch macht, alle Türme in ein Ziel zu lenken, wenn ihr entdeckt und aufgeschaltet seid. Ja, und das nächste ist, was man bei britischen Schiffen eigentlich erwartet, ist eine hohe Brandwahrscheinlichkeit, die hier wiederum nicht vorhanden ist. Wir haben sie jetzt geskillt mit Brandschutz und den Signalflaggen auf 38%. Ja, ein Viertel Pen ist vorhanden, aber ihr werdet selber merken, ja, das Brennen ist hier nicht so häufig. Und das ist eben das Hauptproblem. Dieses Schiff hat nichts Besonderes in dem Sinne, dass ihr im Gefecht mehr irgendwie Einfluss drauf nehmen könnt. Meine Durchschnittsgefechte liegen so bei 40.000 bis 80.000 Schaden mit dem Dampfer. Ganz anders als bei der Jean Bar.
mit der ich mich doch sehr, sehr wohl gefühlt habe, jetzt als Beispiel, weil ich das jetzt auch zuletzt gefahren bin. Genauso die Massachusetts ist ein T8-Schiff, hat mich auch sehr, sehr wohl mitgefühlt. Es ist sehr, sehr schwer, hier sehr viel Schaden mit rauszuholen. Ihr seid ständig am Rotieren. Ihr habt sehr viel Stress mit dem Schiff, weil ihr, sobald ihr aufgeschaltet seid, euch ja, Optionen überlegen müsst. Ihr müsst schon vordenken, was passiert, wenn ich jetzt beschossen werde. Wohin kann ich mich verkrümeln? Wie kann ich wieder zugehen? Ist ein Zerstörer in der Nähe, der mich wieder aufdeckt? Oder kann ich einfach durch das Nichtschießen wieder zugehen auf 12 Kilometer? So eine Sache müsst ihr euch echt überlegen. Es ist kein Schiff für Anfänger, definitiv überhaupt nicht. Ja, ihr braucht hier einen sehr fortgeschrittenen Skill. Ihr müsst genau die Mechaniken von World of Warships kennen und euch eben in Schlachtkreuzern, wie zum Beispiel der Scharnhorst, sehr wohlfühlen. Wenn ihr das tut, dann können 46 Euro für euch eine sinnvolle Investition sein. Ich würde ganz klar sagen, aus meiner Sicht, nicht, dass ich mich auf Schlachtkreuzer nicht wohlfühle, aber es fehlt trotz alledem irgendwie dieser Punkt, den ich sage, das ist nochmal was Besonderes. Keine Ahnung, vielleicht eine Hydroakustik, vielleicht eine bessere Brandwahrscheinlichkeit bei den HE-Granaten. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so, also noch nicht so 100%. Vielleicht hätte auch die Reparaturmannschaft Conqueror ähnlich sein müssen, dass man wirklich nochmal deutlich was an Trefferpunkten aufbaut. Nämlich nur mal zum Vergleich, es gibt eine Nelson auf T7, auch ein britisches Schlachtschiff, ja, das eine Reparaturmannschaft hat, ohne Flaggen, ja, die ist zwar nur 20 Sekunden lang aktiv, aber stellt 23.700 Trefferpunkte wieder her. Warum hat man auf T8 ein Schiff gebracht, was dann wiederum nur 12.000 Trefferpunkte wiederherstellt? Ich persönlich, ja, und vor allen Dingen ist es dann auch noch so weich gepanzert. Ich persönlich habe da wenig Verständnis für und würde die 46 Euro aktuell nicht empfehlen zu investieren. Einfach auch, weil einfach das Special, das wirkliche Special fehlt. Und was mir sagt, boah, dieses Schiff muss ich haben. Nicht, dass ich nicht gerne Schlachtkreuzer fahre, aber ist einfach so ein bisschen ernüchternd. So, naja, fühlt sich so an wie die Monarch. Und wer die Monarch gefahren ist, weiß, dass die jetzt auch nicht unbedingt das total prickelndste Schiff ist. Zumindest war es bei mir so. Ich hoffe jetzt, dass mit dieser Flaschenpost, beziehungsweise mit dieser Trockendock-Sendung hier, euch so ein bisschen geholfen wird. Ihr einen Ansatz habt, ob ihr dieses Schiff haben wollt oder ob ihr das Schiff nicht haben wollt. Wenn dem so ist und euch diese Trockendock-Ausgabe gefallen hat über die Vanguard, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch sehr über euer Abo. Wenn ihr abonniert, vergesst die Glocke nicht, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ihr seid bei uns immer auf dem Laufenden mit unserer Flaschenpost, wo wir über die komplette Community von World of Warships berichten. Und ihr könnt euch auch zusätzlich darüber hinaus über Facebook bei uns informieren. Wir übersetzen sämtliche englische Artikel, die wir so finden, ins Deutsche auf unserer Facebook-Seite. Da gibt es dann auch den Development-Blog in vernünftigem Deutsch, ja, wenn man sich nicht die englische Variante antun möchte. Gut, ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch weiterhin immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Bis zur nächsten Folge hier auf unserem Kanal SeaCrawls. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. SeaCrawls.